Ja. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Ja, und verdient. Nun zu dir. Weißt du, ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkiner, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste und der seine Ehre verkaufte, nur um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage. Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin, werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, die sind Stein. Danke, Xetu. Oh, wir sind wieder zurück. Ach, und da ist der Zauberer. Oder Zauberer. Ah, sehr gut. Du bist wach. Ihr? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen, als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert so leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht, was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? Nein. Träume, Dämon? Wie Träume, Dämon? Was soll das jetzt bedeuten? Ich sag mal Dämon. Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt? Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Rashtulswald-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen, ganz alleine in der Wildnis. Weicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Wieso ist er so versessen darauf, dass das Rätsel gelöst wird von ihm? Ist er quasi verflucht und dass jemand das Rätsel lösen kann, aber er kann es vielleicht nicht? Und ja, Fuzzi, du hast recht, wo ist der Spukbaum? Der ist einfach weg. Aber vielleicht war das auch nur eine Illusion, die in unserem Kopf war? Rätsel, Träume? Ja, ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert, der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. Okay. Och Mann, da wird man voll ein bisschen getriggert. So, was ist denn mit Satya passiert am Ende? Ist sie da in den Krieg gezogen und dann hat der Stab irgendwie alle getötet oder keine Ahnung. Wir wissen ja auch immer noch nicht, ob der Stab wirklich gut ist. Er hat sie zwar jetzt gerettet, aber letzten Endes ist sie für ihn ja vielleicht auch nur Mittel zum Zweck, weil er so Beine hat. Naja, mal schauen. Und er fürchtet sich ja ein bisschen vor ihr, also er respektiert sie vielleicht auch ein bisschen. Mal schauen, sie ist halt diejenige, die ihn aus der Höhle da seit Jahrtausenden wieder rausgeholt hat. Ob er gut oder böse ist, wissen wir noch nicht richtig. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Lösung erraten, der Rubin ist der Stein, aufgeben. Hä, aufgeben, was? Lösung erraten? Ja, der Rubin ist der Stein, würde ich jetzt sagen, weil sie hat den dabei und der Böse, der jetzt hier durch das Dorf geht, der mit dem Stab auf dem Rücken, der suchte ja auch nach einem Rubin. Und hat ihn vielleicht sogar in der Schatulle gefunden. Wir wissen ja nicht, ob es jetzt ein Fake-Rubin war oder ob es der Rubin war, aber ich denke mal, es war ein Fake-Rubin von dem komischen Händler da. Der Rubin ist der Stein. Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Satyas Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück.
Irgendetwas hatte sie damit vor. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Draconia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Draconia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Klingt auf jeden Fall nicht so schön. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf! Wir haben ihn! Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Verdammt, wo ist er hin? Au, was für eine komische Sequenz. Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Raschthulswall, von Drachen erbaut. Eulrich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtegern-Held, oder? Nein, lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Nach Hause ist gut so. Er lädt sie direkt nach Hause bei sich ein. Komm doch mal mit nach Hause. Und wir sind bei Akt 4. Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Kapitel 3 erfolgreich. Achievement. Oh nein, diese Sequenz scheint sich ja jetzt öfter zu wiederholen und... Nuri soll ja ihre Erinnerung immer weiter verlieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich jetzt langsam nicht mehr an die Erinnerungen, an die Sachen erinnert. Gute Nacht, Diamantia. Danke, dass du da warst. In der Vision der Amazone hieß es dort nicht, eine Heldin umschlungen vom Dämon, also quasi der Stab auf dem Rücken. Ja, klingt schon ziemlich, ne, danach. Eine Heldin umschlungen vom Dämon. Also ich denke auch mal, dass Satya... damit vielleicht gemeint war. Mal schauen, wie die Geschichte mit Satya weitergeht. Also ich finde Satyas Geschichte auf jeden Fall auch sehr spannend. Unsere Nacht am Lagerfeuer, unseren Sieg gegen das Böse, unsere Bootsfahrt auf dem Spelt. Ja, die Bootsfahrt ist eigentlich keine schöne Erinnerung, weil... ich meine, war die Bootsfahrt nicht das? Also könnt ihr jetzt nicht wissen, wenn ihr den ersten Teil nicht gespielt habt, aber ich meine, auf der Bootsfahrt haben die beiden quasi... Also sie hat dann erfahren, dass er böse Absichten hatte oder andere Absichten, als er zugeben wollte und dass er sie quasi angelogen hatte. Und deshalb ist die Bootsfahrt jetzt, glaube ich, eher eine schlechte Erinnerung. Unseren Sieg gegen das Böse... Zwiegespalten, klar, wir haben gewonnen, aber Nuri hat halt ihren Körper verloren, ihre Kräfte verloren. Schwierig, das zu erwähnen. Unsere Nacht am Lagerfeuer, sage ich mal, weil das war die Nacht, wo wir uns das erste Mal geküsst haben, Nuri und Geron. Unsere gemeinsame Nacht in den Brinasca-Marschen. Du wolltest mit mir einen Liebesbund eingehen. Haben wir geküsst? Das weißt du nicht mehr? Ich weiß noch, dass es kalt war und wir an einem Feuer saßen. Das war schön. Aber sie erinnert sich noch. Weißt du auch noch? Ja, okay, jetzt sind es beide die Sachen. Umschlungen kann aber auch heißen, dass er sie schützt, wie zum Beispiel, als er den Galt die Hände in Stein verwandelt hat. Das kann natürlich sein. Also der Stab hat ja irgendwo schon eine gute Seite oder zumindest ist er auf ihrer Seite, zumindest noch. Also ich traue ihm noch nicht zu 100%, vor allem weil er so eine warme und nette Stimme hat und ein bisschen sympathisch rüberkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen so ein bisschen in die falsche Richtung locken soll.
Aber vielleicht beschützt er sie auch. Also kann schon sein, Fuzzi, dass das stimmt. Okay, wir sagen mal unseren Sieg gegen das Böse. Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Hm, ja, das hast du gut gemacht. Oh je, also so langsam vergisst sie anscheinend doch Sachen. Und jetzt denke an... Okay, jetzt kann ich nur noch die Bootsfahrt erwähnen. Das finde ich nicht so gut. Bevor wir Enqui erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. Da waren ganz viele Kühe. Und der Sonnenaufgang. Erinnerst du dich daran? Ja. Hinter den Mühlen. Ach, wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Ja, nur dass der Rabe... Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Ja. No. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ja. Ach, Nori. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Reda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nori, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Oh. Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Plötzlich eine ganz andere Szene. Dozent. Jungnovizen. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Besser, ich halte mich im Hintergrund. So. Jetzt haben wir endlich die wellenlange Sequenz hinter uns. Ich würde jetzt sogar sagen, Fuzzi, dass ich jetzt Schluss mache und ich würde das Ganze dann morgen weiter streamen. Und jetzt spielen wir wieder mit Geron weiter. Der gute Geron. Und hier hat sich ja die Szene auch ein bisschen verändert. Den Dozent haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Okay, den hatten wir auch schon angesprochen. Aber hier hat sich jetzt wahrscheinlich... Ach, guck mal, die Strohpuppen und das Kohlebecken können wir gar nicht mehr anfassen. Das ist merkwürdig, aber das Scheißhaus, das ist noch anwesend. Das ist gut, das beruhigt mich. Wie geht's? Breda? Ich wollte gerade sagen. Was machst du da? Strafmaßnahme. Wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Draconia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Tut mir leid. Wurden wir einfach eiskalt rausgeworfen. Oh! Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Oh, schön, eine ganz neue Szene. Tuchmacherviertel. Schöne Sachen, aber wer braucht die schon? Hört im Hintergrund den jemanden pfeifen? Das war ja schön. Krähen. Noris Freunde. Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Hey, das sind meine Freunde! Nori? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan! Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran.
Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Das war doch klar. Also irgendwo hätte er damit rechnen können. Und selbst wenn Nuri nicht dabei gewesen wäre, wären es ja potenziell trotzdem ihre Freunde gewesen. Schwierig. Auch wenn das mit den Krähen natürlich eine schlechte Erinnerung bei ihm ist, aber jetzt haben sich halt die Seiten geändert. Krähen? Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Hat sie ein bisschen recht. Er darf halt nicht vergessen, dass sie zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eine Krähe ist. Hast du hier irgendwie das Haus beobachtet? Weißt du, was das hier für ein Haus ist? Bist du schon länger hier? Magister Bodiak wohnt hier. Hast du ihn vorbeikommen sehen? Ja, er ist vorhin ins Haus gegangen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Gut, danke. Dieses fröhliche Pfeifen im Hintergrund, das finde ich gut. Nach dieser schrecklichen Satya-Szene tut das ganz gut. Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Na gut. Nuri ist richtig angepisst auf ihn. Oh, okay, wir spielen quasi als Nuri gerade. Da ist doch ein Rubin, ein Säckchen mit einem Rubin, aber ich kann da nicht hin. Bücher? Sie sehen schwer aus. Ich würde mir die Krallen brechen. Okay, wir haben hier ein Lineal. Okay, ach, jetzt hat sie das im Mund. Oder im Schnabel. Nach draußen. Aber was würde uns jetzt ein Lineal bringen? Können wir nochmal eben andere Sachen angucken? Okay, nee, ich muss jetzt damit was machen. Ich kann das nicht mehr weglegen. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was wir hier gerade nehmen können. Ah, nee, da sind noch Dietriche. Oh, das Lineal ist natürlich unnötig. Nimm hier den Dietrich. Tauscht sie das jetzt quasi aus? Hä? Oh! Soweit habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich wusste ja nicht mal, dass der Dietrich hier noch unter den Büchern drunter ist. Aber Genius, also das wusste ich natürlich sofort. Das war alles geplant. Oh. Oh, da kann sie sich selber sehen, wie sie in Wirklichkeit aussieht. An alle Leute, die Teil 1 nicht gesehen haben, das war Nuris echtes oder menschliches Gesicht. Feengesicht. Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Oh, sie ist richtig sauer auf ihn. Ich hoffe nicht, dass die Reise irgendwie die beiden auseinanderbringt. Vor allem, weil Brida kommt ja jetzt auch noch ins Spiel. Klar, das muss jetzt kein Love Interest sein, aber... Mach keinen Unfug. Bis später. Mal gucken, wie es hier passiert. Wir haben hier noch das Haus, die Tür. Haben wir vielleicht noch was anderes hier? Schatten? Ist das wieder unser Freund aus der Bibliothek oder ist das jemand anderes? Geh erstmal zum Haus. Hier wächst Efeu, aber es ist zu schwach, um mich zu tragen. Okay, die Tür, da gehen wir gleich rein. Wir gehen erstmal zum Schatten. Mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören. Es ist also der Typ aus der Bibliothek. Verhärtungszauber, kannst du uns noch mal was darüber erzählen? Ich könnte bald noch einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Moment, das kann man jetzt falsch verstehen. Aber wir denken es auch mal nicht. Was ist mit Breda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Tulamiden zu fangen. Und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Okay. Ja, sie scheint ja auch sehr engagiert zu sein und will aber auch vieles im Alleingang lösen. Bis später. Mach es gut, mein Freund.
Ach, schön, dass wir diese Freunde haben, diese mysteriösen. Gut, dann gehen wir mal ins Haus mit dem Dietrich. Magister Bodiak, seid ihr zu Hause? Erstmal gucken, ob er da ist, bevor wir einbrechen. Ach, muss ich den Dietrich jetzt benutzen? Okay. Dann gehen wir mal ins Haus. Er scheint nicht da zu sein. Vielleicht hätte man öfter Bei den Magister Bodiak? Was zum Teufel? Was? Wieso ist er versteinert? Und für so einen Magister hätte ich jetzt aber gedacht, dass der eine krassere Bude hat. Das ist. Sieht hier irgendwie nach so einer Art Jagdhütte schon fast aus. Kerze? Wie grabbeln wir uns mal direkt? Okay. Der hat hier. Was hat er denn da in der Hand? Und er wollte was aus der Schublade holen. Oh. Oh je. Errungenschaft Unheilsbringer. Oh je, der Geron ist wieder der Unheilsbringer. Staubhaufen. Also der wurde ja gar nicht versteinert, sondern der war ja Ich könnte eine Handvoll mitnehmen, verbrannt. aber am Ende will ihn jemand zurückverwandeln Hallo, und dann steht Tula. er ohne Ohr da. Ich Tolu. lasse ihn lieber vollständig. Willkommen wieder. Wieder dabei, Tolu. Freut mich sehr. So, was hat Ich er jetzt lasse ihn gesagt? besser hier liegen. Okay, ja, wir lassen ihn besser da liegen. So, er wollte an die Schublade. Schauen wir mal, was da drin ist. Okay, wir nehmen die ganze Schublade mit. Also wenn schon, denn schon. Schublade. Okay, da war also nichts drin. Zumindest ist es nicht mehr da. Honig. Aus dem Honig können wir bestimmt beim Schatten wieder Gold machen. Also was heißt wieder? Ausnahmsweise dann doch mal Gold statt Rubine. Haben wir hier noch was anderes? Nein, nur den Staubhaufen. Oh, es geht noch nach oben. Okay. Was hat denn der Bogister hier für krasse Sachen? Ich meine, der war ja ein Sammler von Artefakten auf jeden Fall, aber das sieht jetzt eher nach Jäger aus hier. Ein Schloss. Haben wir den Dietrich noch? Ja, wir haben sogar mehrere Dietriche, obwohl da nur einer abgebildet ist. Der Riegel rührt sich kein Stück. Okay, und was ist, wenn wir den Dietrich benutzen? Keiner der Dietriche passt. Wäre auch zu einfach gewesen. Keiner der Dietriche passt, okay. Besen. Den nehmen wir auch mal mit. Dann können wir Brida beim Latrinenputzen helfen. Schädel. Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Hat er die echt alle selber getötet, die Monster hier? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, hier kommt Licht durch. Da haben wir noch Fell. Da sind Pilze, mit denen kann man nichts machen. Haben wir hier noch was? Nicht, dass ich wieder was übersehe. Die Tür, was sagt er denn zur Tür? Erst muss ich das Schloss öffnen. Ja gut, so funktionieren Türen. Wir haben Kerze, keiner der Dietriche passt, eine Schublade, Honig und einen Besen. Bringt uns jetzt gerade alles gar nichts? Wir könnten höchstens aus dem Honig einen passenden Schlüssel formen. Vielleicht geht das irgendwie. Kann ich dann den Honig mit dem Schloss jetzt schon verbinden? Aber das macht eigentlich keinen Sinn. Ich versuche es Das trotzdem. würde das Schloss nur verkleben. Das stimmt. Okay, wir brauchen nochmal, glaube ich, unseren Schattenfreund. Vielleicht kann der uns helfen. Ist der jetzt noch da? Ja. Kann ich eigentlich nach links? Nein. Hä? Ich kann aber auch nicht mehr da lang. Okay. Tuviertel, Nuri. Haus. Okay, wir können auch diese Szene hier gerade gar nicht verlassen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit dem Schatten reden. Ich sehe, du warst bei meinem Lieblingsmagister. Ich werde auch bald zu ihm reingehen. Meine Prüfung steht bald vor der Tür und ich muss sicher gehen, dass das alles mit rechten Dingen zugehen wird. Kann ich irgendetwas für dich tun? Er ist auch so ein geiler Typ. Schummelt sich da durchs Studium. Naja, aber irgendwo hat er ja doch irgendwo was drauf, wenn er aus Honig Gold machen kann. Magister Bodiak, weißt du irgendwas über den? Ich bezweifle, dass dich der Magister heute noch empfangen wird. Du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Ja, hör zu. Verdammt, ich brauche einen neuen Plan.
Du gehörst nicht gerade zur mitfühlenden Sorte, oder? Nein. Was mache ich denn jetzt? Wenn du in die Akademie zurückkehrst, schick bitte Breda her. Alles zu seiner Zeit. Jetzt muss ich erst einmal nachdenken. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Eigentlich brauche ich dich noch. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Ja, gut, dann halt nicht. Können wir jetzt die Szene verlassen? Nein. Okay, hier hatte er zum Efeu was gesagt. Die Tür ist nun offen. Warte, ich versuche nochmal den Honig ihm zu geben. Vielleicht haben wir das gerade nicht richtig ausgewählt. Verzeih, aber das wäre eine Verschwendung meiner schurkischen Erfindungskraft. Dem Honig fehlt die entscheidende Idee. Die entscheidende Idee fehlt. Dietrich und Honig verbinden? Unsinn. Okay. Die Schublade. Wozu haben wir eine Schublade? Kerze und Honig bringt eigentlich auch nichts. Vorsichtshalber machen wir es mal. Okay. Okay, wir können vielleicht Nuri, aber... Wenn wir Nuri den Dietrich geben, können wir vielleicht sie fragen, ob sie uns noch einen besorgen könnte? Vielleicht? Das bringt nichts. Okay, das bringt nichts. Möchtest du Honig haben, Nuri? Ich weiß nicht. Ja, was heißt hier, ich weiß nicht. Ich dachte, ihr kennt euch. Vielleicht mag sie ja Honig. Okay, wir haben die Schublade. Wir haben den Staubhaufen. Müssen wir jetzt hier irgendwie den Staub aufsammeln? Oh, tatsächlich? Ernsthaft? Er hat jetzt noch die letzten Staubkörnchen. Wie, und die Schublade ist jetzt auch weg? Okay, also wir brauchen anscheinend die gesamte Asche von dem guten Magister. Ich lasse ihn besser hier liegen. Können wir den jetzt irgendwie hier reparieren? Ne, was? Ah, okay, ich verstehe. Das Problem ist, wenn wir ihn jetzt wieder anfassen, zerfällt er wahrscheinlich wieder zu Staub, oder? Aber er hat halt den Schlüssel. Können wir davon jetzt irgendwie eine Kopie machen? Ja, das bringt uns nicht so viel. Könnte höchstens darauf hinweisen, dass er vielleicht den Schlüssel irgendwie hier hingepackt hat oder in die Schublade da. Ich lasse ihn besser hier liegen. Reparieren wir das nochmal. Das vor allem. Der arme Typ, der wird hier immer wieder hingestellt. Und vor allem, wieso legt er auch die Hand hier drauf? Ach so, das ist einfach nur... Ach, ich dachte, da liegt irgendwie so ein kleines Ding, aber das ist einfach nur von dem Regal. Okay. Okay, er hatte einen Schlüssel in der Hand. Aber der Schlüssel, wenn er jetzt als Asche wieder hergestellt wird, muss ja dann auch verbrannt worden sein und auch zu Asche geworden sein. Sehe ich das richtig? Oder sollen wir jetzt in dem Aschehaufen den Schlüssel suchen? Soll das jetzt der Hinweis sein? Aber dann macht das eigentlich keinen Sinn, dass wir den Schlüssel wiederherstellen, wenn wir den Magister wiederherstellen. Aber ich kann ja nicht an die Schublade gehen, also muss er ja hier wahrscheinlich im Staubhaufen sein. Macht aber nicht so einen Sinn, ist ein kleiner Logikfehler. Wenn es jetzt so ist. Ist hier der Schlüssel? Staubhaufen? Hä? Kerze, können wir hier hinleuchten? Das geht so nicht. Ach so, jetzt stellen wir ihn wieder her und dann können wir besser den Schlüssel wahrscheinlich sehen. So, und jetzt machen wir da quasi eine Kopie. Schlüssel. Haben wir jetzt wirklich den Schlüssel? Verdammt. Der Schlüssel ist genauso zerbrechlich wie Ulrich. Hätte auch sonst keinen Sinn ergeben, aber dann will ich nichts gesagt haben. Okay, der Schlüssel ist zerbrechlich. Ja, ich würde jetzt halt auf jeden Fall an den Schatten denken, ne? Mit seiner Verhärtungsgeschichte. Aber er kann ja nur Flüssigkeiten verhärten und die Asche ist nicht flüssig. Wenn wir Honig und Asche verbinden, dann müsste es aber gehen. Jemand muss ihn zurückverwandeln, nicht kleben. Ja, aber wenn... Okay, stellen wir ihn erstmal wieder her. Benutzen dann den Honig vielleicht damit. Vielleicht funktioniert das. Der Honig würde den Schlüssel zwar kleben,
aber auch seine Form verändern. Irgendwie mit der Kerze? Was? Was? Jetzt haben wir quasi den Kerzenwachs um den aus Asche bestehenden Schlüssel gepackt? Egal, ich frag gar nicht. Weiter geht's. So, dann haben wir jetzt quasi den Negativabdruck vom Schlüssel. Dann können wir jetzt den Honig da in die Wachsform gießen. Ich habe etwas Honig in die Form gegossen. Ja, das hast du sehr gut erklärt. Jetzt können wir also den Schlüssel machen.